Einen wunderschönen guten Abend, ihr Freunde der leichten Unterhaltung, euer Tomcat hier. Heute geht es wieder um Kommentare. Ich freue mich, dass ich diese wieder mal beantworten kann. Also bleibt dran. Haltet Augen und Ohren offen. Für alle die, die es noch nicht getan haben, lasst ein Abo da, damit ihr kein Content zur Aprilia RS 125 GP Replika und der normalen RS 125 sowie auch der Tuono 125 verpasst. Kommentare schreiben, ein Däumchen wäre ein Träumchen. Bis gleich! So, mir hat glatt eine Fliege in den Mund geflogen. So, ja, die erste Frage geht um die Sozius-Bank bei der RS 125 GP Replika, weil die hat ja nicht wie die normale RS 125 schon eine verbaute Sozius-Bank, sondern hier so eine Finne und hier bloß so ein Hinternschutz. Und jetzt war die Frage von Patrick S. Wie kann ich die austauschen? Bei ihm geht das wohl so ein bisschen schwer. Ja, also ganz klar, ihr nehmt den Schlüssel, ne? Wunderbar, hier so rein, ne? Ding raus. Und ich habe die Sozius-Bank leider jetzt nicht mit. Schade eigentlich, weil ich hätte auch gerne mal probiert, ob die hier irgendwie so reingeht, aber ich glaube eher nicht. Selbst wenn ich sie hier unten drunter noch ein bisschen schiebe. Egal. Hier unten, da ist ein Hebel. Und dieser Hebel wird rausgezogen und dann lässt sich diese Sozius oder erstmal die Abdeckung wunderbar rausziehen. Das Ding ist hier mit einem Verschluss gemacht, der hier ist so ein Loch und dann verriegelt das hier. So, jetzt kommt es so, dass Junior oder Tochter sich das Bike gewünscht hat. Papa hat es gekauft. Und jetzt wird das Ding nach Hause gefahren und das erste schmutzig hier. Verdammt, ich muss putzen. Jetzt kommt die Mama aus dem Haus und sagt, Mensch, Bengel, Mädel, da hast du dir ja ein dolles Feuerzeug zugelegt. Aber was ist denn hier, wenn da ja mal hinten jemand mitfahren will, so wie ich zum Beispiel? Ja, dafür gibt es dann halt bei der RS 125 GP Replika die Zusatzbank und die wird also genauso wieder reingebaut. Jetzt ist das hier alles zu, also hier der Riegel ist wieder nach vorne. Ich habe die jetzt ausgebaut, schmeiß die da in die Ecke und dann nehme ich die andere. Muss ich aber erst mal gucken hier. So, nehme ich die andere und dann setze ich die hier hinten ein, weil die hat ja genau dieselben Nuten hier und eigentlich drücke ich die bloß rein und dann ist die fest. Für Patrick. Der vielleicht damit so ein bisschen Probleme hat. Der setzt die ein, so, zieht den Hebel noch mal nach hinten, drückt die rein, lässt die los und guckt noch mal, dass das Ding drin sitzt. Wenn er dann hier rüttelt, sollte die auch fest drin sitzen. Nicht vergessen, die Bank hier wieder reinzusetzen, Schlüssel umzudrehen, gucken, ob der Festsitz sitzt und dann kann es losgehen. Dann könnt auch hier, also hier jetzt nicht, aber mit der Sozius-Bank hinten noch bequem die Freundin oder der Kumpel oder die Mutter mal drauf Platz nehmen. Gut, kommen wir zum nächsten Thema. So, meine lieben Freunde, ich habe es ja angekündigt, jetzt kommt die Frage Nummer 2 und die ist von Jamaniak. Grüße gehen raus. Er hat gefragt, wie das mit dem Quickshifter ist.
Ich gehe mal stark davon aus, dass du Probleme hast beim Schalten und nicht wirklich weißt, ab wann du diesen Quickshifter benutzen sollst. Also, der Quickshifter ist nur in eine Richtung, und zwar die Gänge nach oben. Ab dem zweiten Gang, das heißt, ihr schaltet den ersten Gang mit der Kupplung, den zweiten Gang mit der Kupplung und dann 3, 4, 5 und 6 ist durchaus möglich, im Quickshift-Modus zu schalten. Wir werden das hier gleich mal demonstrieren. So, ich bin jetzt im Neutral. Und jetzt lege ich den ersten Gang ein, durchkuppeln. Zweiter Gang kuppeln. Dritter Gang, Quickshift. Vierter Gang, Quickshift. Fünfter Gang, Quickshift. Sechster Gang, Quickshift. Und nochmal, das geht nur in eine Richtung. Wenn ihr runterschalten wollt, dann müsst ihr die Kupplung ziehen. So, das heißt, wir werden jetzt einfach mal vom sechsten Gang in den fünften runterschalten. Kupplung gezogen. Runtergeschaltet und schon kommt sie wieder. Alle Gänge nach unten in Richtung 1 oder in Richtung Neutral, bitte immer die Kupplung ziehen. Ganz, ganz wichtig. Wenn ihr eine 660er fahrt, dann ist das anders. Die hat nämlich zu dem Quickshifter einen Blipper. Und der Blipper erlaubt es, dass ihr die Gänge auch runterschalten könnt, ohne die Kupplung zu ziehen. In diesem Sinne will ich gleich noch erwähnen, dass ich bei Gelegenheit mal ein Video machen werde, indem ich euch die Umkehrschaltung zeige. Damit kommen wir auch schon zur Frage 3, denn ihr merkt schon, ich bin hier auf einer Schnellstraße und das geht hier mächtig los. Diese Frage ist nämlich nochmal von Stefan S., der mich gefragt hat, hat sich denn am Bike irgendwas jetzt verändert nach den 1000 Kilometern? Also nach der Inspektion, ist sie jetzt schneller geworden. Also, ihr seht schon, wenn ich mich klein mache, sind die 125 drin. Yeah.
einmal frei. Wir nehmen nachher noch mal eine gerade Strecke. Der ist jetzt hier so ein bisschen wellig. Das geht hier so bergauf, bergab. Das ist eigentlich nicht aussagekräftig. Aber es macht so richtig Laune. Ich bin immer wieder begeistert, was dieses kleine Ding eigentlich hinzaubert hier. Klar, die YZFR kann vielleicht mehr, die kann besser, die kann schneller. Die neue KTM wahrscheinlich auch. Und ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt den sechsten Gang geschaltet habe. Tut mir leid. Warte mal. Da habe ich. Doch, war ich. Aber es ist schön, wenn man sich so klein machen kann hinter einer Scheibe. Ganz schön Wind. Und Fliegen. Ganz Fliegen auf der Scheibe. Ich habe den Wind von der Seite gehabt. Wir fahren mal hier runter. Ach, das ist so schön. Leute.
So, hier geht's nach Berlin. Jetzt müssen wir mal gucken. Hier unter der Brücke, hier können wir uns hinstellen kurz. So. Ach, das ist so schön. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Oh hier, sehr geil. Mit Beiwagen. Ja, gucken wir mal. Kurze Pause. Und schon geht's weiter. Klappe wieder zu, raus auf die Bahn. Vielleicht haben die Leute ja recht. Durch die Euro 5 Normen sind diese Maschinen tatsächlich in ihrer Leistung wirklich eingeschränkt. Die Zweitakter von damals liefern bessere Leistungen. Die Euro 4 Normen. Ja, kann sein, dass wir etwas erreichen, wenn wir einen Auspuff dafür kriegen würden. Glaube ich aber nicht wirklich dran. Könnt ihr jetzt probieren, Luftfilter auszubauen und was weiß ich noch alles, um da der Maschine noch mehr Dampf zu geben. Ich persönlich aber glaube gar nicht daran, dass das irgendwie viel bringt. Außer, dass man sich nicht mehr im legalen Rahmen bewegt. Für euch die Jugendlichen, die jetzt einen Führerschein für diese 8-Liter-Klasse gemacht haben, seid zufrieden mit 120. Da kann man sich auch schon sehr, sehr wehtun, wenn man sich auf die Schnauze legt. Ihr werdet dieses Bike wahrscheinlich sowieso nur ein bis zwei Jahre fahren und dann werdet ihr auf die höhere Klasse wechseln oder gleich auf den großen A gehen und dann ist das hier nur ein Bike, was euch hilft, Motorradfahren zu verstehen. Oh, what the fuck? Jawohl. Da war ein McLaren. Ein 650er. Stand da einfach mal eben so rum. Somit bleibt mir nichts weiter übrig, als euch zu sagen, euer Tomcat ist raus. Schau mit Au und schön mit Ö. Genießt die schönen Tage noch, die wir haben. Und bleibt gesund. Wir sehen uns im nächsten Video.